Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart DS, dem vorletzten Part. Wir sind jetzt hier in den letzten beiden Missionen, oder Mission-Leveln. Starten mit 5-1. Hier rast ein Kettenhund durch, müssen wir den etwa im Rennen schlagen. Sieht fast so aus. Das Ganze hier aber mehr oder weniger meine Lieblingsstrecke ist, oder eine meiner Lieblingsstrecken. Kann ich hier natürlich auch ein bisschen punkten, damit dass ich die Strecke kenne. Ich hoffe, der zündet jetzt keinen Turbo oder so ein Kram, dann müsste der eigentlich besiegbar sein. Wie gesagt, ich liebe diese kleinen Challenges, diese Rennmissionen. Das war auch einer der Gründe, warum ich Mario Kart DS als ein sehr, sehr gutes Mario Kart in Erinnerung behalten werde. Weil es halt wirklich sehr, sehr viel, vielleicht sogar die meiste Einzelspieler-Erfahrung bietet von allen Mario Karts. Man hat die Grand Prix, hat die normalen 50er, 100er, 150er und Spiegelcups, die man alle auf 3 Sterne machen kann. Dann hat man... Oh, so einen Sternrang. Dann hat man die Wettkämpfe, wo man, die man mit Computern zusammenspielen kann. Und man hat die Rennmission. Also man kann hier richtig, richtig schön viel Zeit drin investieren. Müssen wir hier rückwärts fahren, na dann. Man kann hier richtig, richtig schön viel Zeit drin. Oh Gott! Ja. Ich hab vergessen, dass das ja inventiert ist. Nur weil der Affe uns angrinst, heißt das nicht, dass ich automatisch in Erinnerung behalte. Ja, schon wieder vergessen. Nur weil der Affe uns hier angrinst, heißt das nicht, dass ich in Erinnerung behalte, dass wir jetzt gerade rückwärts fahren. So, Sternrang. Ich glaube, es wäre tatsächlich möglich gewesen für uns, das auch alles auf einen Sternrang zu spielen. Allerdings gibt es da wirklich so ein paar Missionen, von denen ich mir jetzt momentan denke, boah, nee. Rein theoretisch ist hier, glaube ich, der Trick, das erste Item zu schnappen. Einfach stehen zu bleiben. Nein. Weil die alle denselben Weg fahren. Dem Item hier verkackt. Nein! Okay, Neustart. Man muss sich das erste Item schnappen und dann am besten genau auf der Stelle, wo man das erste Item geschnappt hat, stehen bleiben, weil alle Items auf denselben Weg fahren. Nein! Jetzt hier abbremsen. Ja. 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 Und. Ja. Siehst du? So einfach geht das. Jetzt auch gleich einen Sternrang ein. Oh, hier sind wir auf jeden Fall momentan ziemlich souverän. 3 Missionen gemacht, 3x 1 Stern. Oh, das wird am Ende Asi mit den Wumms, die da runterfallen. Die K-Wumms heißen die, glaube ich, ne? Man, Dinger, die umfallen, heißen Wumms. Und diese Viecher, diese Blöcke, die heißen K-Wumms. Obwohl die K-Wumms sind, glaube ich, die blauen Blöcke eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es da nochmal einen Unterschied gibt. Hier in den blauen Blöcken. Die auch Namensunterschiede haben. Fuck you! Scheiße. Überall gegengefahren. Das ist Bowser. Der steuert sich so scheiße. Ist gut. 3, 2, und jetzt erst mitten während der 2 drücken, kurz bevor die 2 verschwindet, dann klappt das. Bei Wii muss man etwas später drücken. Etwas früher drücken. Das ist der einzige Turbo-Start, den ich in meinem Kopf behalten kann, weil ich das nun mal am meisten gespielt habe. Ja, das ist halt Bowser, ne? Der lässt sich so scheiße lenken. Kacken kann. So, Nummer 8. Nummer 9. Jetzt irgendwie um die Viecher rum, am besten außen rum und dann Nummer 10. Ding doch, wieder ein Sternrang. Wie gesagt, wir machen das ja bislang ziemlich souverän. Alles ein Stern.
hier unsere Aufgabe? Oh. Ah, einfach über die Brücke kommen. Aber so einfach ist das gar nicht. Ah, ich einfach nur über die Brücke kommen, dann geht es weiter. Aber wir haben halt sehr viel Gegenverkehr. Anbelangt. So, und da ist schon das Ziel. Das ging doch schnell. Das ging doch flott. Da war wieder ein Sternrang. Als wenn ich es mit Absicht machen würde. Fünfmal gefahren, fünfmal ein Sternrang. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, aber diesmal wird es nichts. Was für eine Scheiße sind. Zeit, also kann ich hier ruhig mal rückwärts fahren. Da oben rüber. So, 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 so. Und die schnappen. So, 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 so. Und die schnappen. Und wieder ein Sternrang. Obwohl wir so langsam waren, obwohl wir sogar rückwärts gefahren sind, da wäre, glaube ich, sogar mehr drin gewesen für uns. Egal. 3, 2, 1 und go. Das machen wir gleich nochmal. 3, 2, jetzt 1 und go. Eins, nur zwei, nur drei. Und voll in den Brocken da rein, aber zum Glück auf das Turbofeld geflogen. Wir sind extrem viele Lawinen unterwegs. 6. Nummer 8. Und diesmal gibt es wieder einen Sternrang. Hey! Eine reine Mission und der Boss, der wieder erkennbar ist. Und schon haben wir in jeder Mission einen Sternrang. Aber diesmal müssen wir wohl Mario besiegen. Als kleiner Bruder. Dazu müsste man aber, wenn dann auch wieder meinen Turbostart machen. Wie ich das jedes Mal verkacke. Unglaublich! So. Ich weiß ja, wo man drücken muss, aber ich hab's halt einfach anders im Kopf. Ich könnte Mario hier vielleicht so ein bisschen festpacken wie Donkey Kong damals. Leider nicht. Ich will sich nicht mit abkürzen können. Ich hätte das Item schon mitnehmen sollen. Das war ein Item. Abkürzen. Ah, hier hätte man noch besser abkürzen können. Scheiße! Meine Pilze sind vollkommen sinnlos eingesetzt eigentlich. Aber wir sind Erster und das ist, was zählt. Da ist das Ziel. Und da haben wir Mario mal eben so abgeschlachtet hier. Das, obwohl wir das erste Item nicht gekriegt haben, hätten wir das gekriegt, hätten wir den Sternrang hier auch bekommen. So leider nicht. Auf gegen König Bob-Omb. Wir müssen König Bob-Omb mit 3 Bob-Ombs treffen. Wieder so mit seinen eigenen Waffen schlagen. 2, 1. Ja, hier sollte man keinen Turbostart nehmen. Was macht er jetzt? Ah, er spawnt Items. So, nochmal. Dann sonst wärst du der einfachste Boss, den wir je hatten. Item! Der kommt da auch schon. Der springt auch schon wieder weg. Der kommt da auch schon. Oh fuck! Ist dein Ernst, dass wir jetzt die letzten hier verkacken? Na also. Beim letzten haben wir uns jetzt unnötig viel Zeit gelassen. Hätten wir auch schneller schaffen können. Trotzdem noch einen Sternrang. Okay. Ja, dann auf ins letzte Level. Und auch da kann man den Boss wieder erahnen. Jetzt allerdings bei 6-1. Hier müssen wir wieder rückwärts fahren. Und zwar diesmal diese scheiß Röhre hier.
hier sonst schon nicht einfach. Aber rückwärts ist die halt noch ein bisschen beschissener. Aber wir haben es geschafft. Es kann ja nur ein 3-Sterne-Rang sein, weil man kann ja rückwärts nicht schneller fahren. So. 2-1, holt die Sterne und überfahre 15 Rocky-Schraubenschlüssel. Wie heißen Rocky-Schraubenschlüssel? Ich dachte, die heißen Montys. Oder heißen die, mit, wenn die Schraubenschlüssel in der Hand haben, anders? Das war schon mal der Fail-Start vor Jahren. Rauskommen. Ich glaube, die haben irgendeinen gegenüber Rhythmus, den man auswendig lernen könnte, um das Ganze schneller zu schaffen. Das ist momentan aber nicht, ob der jetzt überhaupt packt. Nein! Nein! Kommt hier irgendeiner raus? Da! Nein! Nein! Der letzte. Und wir hatten sogar noch 10 Sekunden Zeit, also für den letzten. Und dann geht unser Stern aus und dann sehe ich keinen mehr. So. So. Jetzt habe ich den Stern nicht. Jetzt habe ich den Stern. Den noch weg. Jetzt habe ich den neuen Stern. Den noch weg. Jetzt habe ich den neuen Stern. Und hau den nicht weg, weil er genau in der Sekunde runtergeht. Den können wir noch mitnehmen. Das läuft nicht so gut, wir haben nicht so viel Damage wie beim letzten Mal. Wahrscheinlich noch daran, dass wir random durchrattern. Ohne Taktik oder Verstand. Einfach durchbrettern und hoffen, dass überall die Bonnies rauskommen. Haben schon der letzte? Jawohl. Obwohl es am Anfang schlechter aussah, haben wir am Ende doch alle erwischt, ist aber nur ein C-Rang. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier eine Taktik gibt, wie die rauskommen, oder man muss einfach nur Glück haben, keine Ahnung. 30 Münzen. Okay. Ich darf natürlich keine verpassen, das habe ich genau im richtigen Moment gesagt. Das ist immer so, wenn ich sowas sage, wie ich, ja, hier muss man aufpassen, oder ja, läuft ja gerade gut, oder hier darf man gar nicht verpassen, das sind meistens die Worte, wo man genau in der Sekunde dann fällt. Erste Mal war aber ganz, ganz knapp. Oh, nee! Ernsthaft? Boah, dieser scheiß Schlamm, wie man hier voll wegschlittert. Hier, man kann da gar nicht lenken. Oh ja, du hast überhaupt nicht die Zeit versaut. Nein. Was ist hier diese scheiß Hilfe? Alter. Gib Gas, Yoshi. Auch hier zählt natürlich nicht Sternrang, sondern einfach nur schaffen. Das haben wir. Mit den fast schlechtesten Leistungen, die man bringen kann. Aber wir haben es geschafft, weil wir auf dem Schlamm 30 Milliarden mal festgehangen haben und über diese Hüpfer da überhaupt nicht klar kamen. Warte, wir müssen alle 10 Itemkästen finden. Ich werde verarschen und ich krieg es einfach nicht geschissen, diesen scheiß Turbostart hinzukriegen. Das könnte sich zur schwierigsten Aufgabe überhaupt entwickeln hier. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die Dinger hier fahren. So, hier dreht sich zum Beispiel einer rum. Der fährt jetzt gerade nach oben. Dann kommen die runter. Kommen die überhaupt runter? Sieht aus, als wenn die runterkommen würden. Ich bin schon wieder runtergefallen. Und dann haben wir den jetzt. Den auch. Was machst du denn hier? Willst du mich verarschen? Verfolge die Schlangenlinie. Genau da lang, wo du nicht stehst. Wieder. Obwohl, doch, wir haben noch eine Minute Zeit. Die Zeit ist zum Glück relativ großzügig. Wahrscheinlich nicht für die Sternränge, aber
wir schon viele rumfahren, wie bist du, ist die recht großzügig. Draußen ist noch einer und dann da hinten ein gelber. Da ist noch einer, okay. Das hätten wir. Dachte ich, mich hätte aus dem Augenblick hier beim Roten eingesehen. Dann nein! Alter. So, jetzt kommt die Ecke. Jetzt sind wir dreimal an dem hier vorbeigefahren. Wenn wir jetzt nochmal an dem vorbeifahren, dann wird es mit der Zeit doch nochmal eng. So. Mann. Ja, wir sind hier auch im offiziell letzten Level. Auch wenn es noch ein siebtes gibt, das weiß ich. Hatte ich damals ja auch sogar selbst freigespielt. Man dafür überall einen Sternrang haben muss. Die braucht man auf jeden Fall. Kann ich euch jetzt zumindest mal die ganzen Abkürzungen zeigen auf dieser Strecke? Das konnte ich ja vorher nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen. Nein! Gas! Wie wir an 7 dann nochmal voll hängen geblieben sind. Gab auch nur einen B-Rang deswegen. Naja, wie gesagt, die Ränge sind uns egal. Hauptsache, wir haben es alles einmal gespielt und alles einmal geschafft. Eins und go! So, einmal hier um die Ecke gezischt und einmal hier um die Ecke gezischt. Ecke gezischt. Gott. Meine absoluten Hassstrecke jetzt hier. 14 Drifts. Aber sollte eigentlich möglich sein. Die Strecke hat viele Kurven. Vor allem hier kann man gleich zweimal driften. Scheiße. Jetzt habe ich jetzt hier verkackt zu driften. Und hier auch. Jetzt fehlt doch nicht mehr ganz so easy. Drifte doch! Ich hör auf! Okay, jetzt schaffen wir es nicht mehr, definitiv nicht. Hätte man bestimmt 4 Drifts oder so machen müssen, wir haben nur einen gemacht. Ja, aber voll verkackt. Richtig verkackt. 3 Drifts haben gefehlt, so viel zu. Ja, das sollte auf dieser Strecke eigentlich recht gut machbar sein, von wegen. Ich habe es nämlich richtig verschissen. Aber auch nicht das Einfachste, was man hier machen kann. Das ist nicht so wie bei Mario Kart 7. Dass man einfach nur Knopf gedrückt halten muss und wenn man lange genug driftet, dann macht er das auch. Sondern man muss hier tatsächlich die ganze Zeit Steuerkreuz links und rechts herwackeln. Scheiße. Damit er vernünftig driftet. Scheiße! Schon. Ja. Diesmal sieht's gut aus. Und perfekt. Oh Gott, das war eng. Echt, also hier in den letzten Missionen Sternenringe zu bekommen, ist ja super mega schwer. Mit überall nur B-Ränge und das immer nur ganz knapp in der Zeit. Oh Gott. Gibt es hier auch eine Taktik, die man hier befolgen muss? Weil es einfach schon überall durch. Ich versuche, wenn möglich, nicht von diesen Zeigern hier getroffen zu werden, weil ich denke, man nicht verdient, weil dann wieder. Jetzt sind diese blöden Schürbestreifen hier natürlich alles andere als gut. Oh. Nach außen. Die Büchse wäre einfach weg. Also gut, jetzt kommt der perfekte große Zeiger, also Beeilung. Das ist eben zwischen. Den ganzen Kram einsammeln. Kriegen wir noch.
ganz knapp. Okay, die letzten beiden. Gab einen A-Rang, immerhin. Und das letzte normale Level des letzten regulären Missionslevels. Der Pfeil da rechts hat mich voll verwirrt. Natürlich, wir fahren die Strecke falsch rum. Das heißt, der Pfeil zeigt natürlich in unsere Richtung. Der war aber so komisch in der Perspektive, dass ich gedacht hätte, der zeigt nach rechts. Und da habe ich gedacht, okay, muss ich jetzt nach rechts fahren? Nee, muss ich nicht. Das war schon wieder. Okay, also man sieht schon, ich bin weder mit Bowser noch rückwärts auf dieser Strecke wirklich gut. Wir ohne dürfen wesentlich besser rum. Bei dieser Kurve, das kann nicht dein Ernst sein, dass das Vieh genau in der Millisekunde hochspringt, in der wir da langfahren. Ah. Immerhin können wir Peach weghauen. Das ist der Vorteil daran, dass wir Bowser spielen. Der Nachteil ist, dass man da natürlich super geil, wenn man sich richtig verdriftet. Voll gegen Donald, jetzt ist es eigentlich schon unschaffbar. Es hat, wir kriegen hier ein Mega-Item. Schlecht, dann können wir schon mal abkürzen. Ich räume alles ab, ich bin Peach! Ja, woher soll man denn wissen, wo man hier langfahren darf? What the fuck? Was soll das denn? Kann doch keine Sau ahnen. Okay, hier kann man sie kriegen, wenn man sich hier einen Pilz aufhebt. Da hat man gewonnen. Wenn man sich da einen Pilz für aufgehoben hat, dann hat man das quasi schon gewonnen. Wahrscheinlich hat man dann keinen Sternrang, aber... kann man immerhin viel schlecht hier. So, Kurve diesmal besser genommen. Diesmal vor Peach. So, Item nehmen. Gegen die Wand donnern. Nur einen Pilz, diesmal kacke. Wir brauchen diesmal einen von Kettenwund. Hier, Item dafür. Oh Gott, ich bin hier falsch! Peach wurde zerlegt. Ersten einsetzen. Zweiten einsetzen. Mal gegen die Wand donnern, was vollkommen unnötig ist. Und den dritten einsetzen. So. Jetzt müssen wir hier noch einmal im Kreis fahren. So. Wieder nur ein B-Rang, aber naja. Hauptsache geschafft und wir spielen gegen den Eisbully. Ich dachte, die heißt. Nee, Froster war die bei Super Smash Bros., ne? Dreimal von der Plattform zu stoßen. Okay, quasi wie der erste Boss, nur dreimal so schwer. Den ersten mussten wir nur einmal runterstoßen. Wahrscheinlich habe ich den noch mit denen hier verwechselt. Willst du uns eigentlich verarschen? Das erste Mal hätten wir runtergestoßen. Das zweite Mal auf. Das zweite ist eine ganz gute Taktik. Man stellt sich hier so hin. Warten, bis er dich sieht. Dann so rückwärts. Dann haut man da. Nein! Ah, oh, so ein Spacken! Boah, ich hasse dich, ne? Ich bin deine ganze Familie. Boah, was soll das denn? Ich dachte, der springt nur beim zweiten Mal. Oh. Ja, damit werden wir jetzt sterben. Woher soll man denn wissen, wann der jetzt springt und wann nicht? Dran sein, glaube ich. Checkt ihr das nicht? Will er uns mit seinem letzten Leben hier noch verarschen, oder was? Siehst du uns nicht? Alter, wieso sieht er uns denn nicht? Boah,
Was für eine Scheiße, die hier programmiert haben manchmal, ne? Na, jetzt aber! Spacken! Haben wir voll ewig gebraucht fürs letzte Leben. C-Rang nur, na super. Dann kriegen wir jetzt die Credits zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es nach der 7. Mission nochmal Credits gibt. Deswegen werde ich tatsächlich an dieser Stelle einmal ganz kurz... mein Fazit zu diesem Spiel abgeben. Es gibt zwar noch einen Part, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Also einen Part wird es auf jeden Fall noch geben, wo wir dann die letzten Missionen machen. Es sei denn, die Cheatcodes funktionieren nicht alle. Dann wird das hier der letzte Part sein. Werde ich allerdings in der Videobeschreibung wahrscheinlich auch nochmal per Information reinschreiben, also ins Video, per Kommentar, wenn kein Part mehr folgen sollte. Und ihr seht es dann auch in der Überschrift, wenn hier Ende drüber steht. Dann war das hier der letzte Part. Wenn hier nicht Ende drüber steht, dann sehen wir im nächsten Part noch die letzten Rennmissionen. Was kann man hier großartig zu sagen? Ein gutes DS-Spiel, wie gesagt, für mich das DS-Spiel, wenn man Pokémon mal weglässt, wo ich am meisten Zeit drin investiert habe. Also wird ja wohl nicht schlecht sein. Der DS hat an sich sowieso recht gute Spiele. Also das ist eines der besten Remakes, die ich kenne, mit Super Mario 64 DS. Die New Super Mario Bros. Reihe hat auf dem DS angefangen. Wir hatten Spiele wie Metroid Prime Hunters, war das, glaube ich, ja. Das war wohl auch extrem, extrem gut. Also, der DS hatte ziemlich viele geile Sachen. Phantom Hourglass und Spirit Tracks sind auch zwei ziemlich gute Spiele, die so nur auf dem DS funktioniert haben. Und, ja. Alles in allem war das hier trotzdem ein sehr, 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 sehr gutes DS-Spiel. Und, ja, hat die Mario Kart-Reihe auf jeden Fall um einige Sachen erweitert. Wie gesagt, seit diesem Spiel, wurde es zum Standard, dass in den Wettkämpfen die Computergegner mitfahren. Das heißt, im Standard, man hat ja die Wettkämpfe leider aus Mario Kart 7 rausgenommen. Mario Kart 7 gefällt mir sowieso nicht ganz so gut wie vielen anderen, weil, wie gesagt, man hat vieles rausgenommen. Man hat die Rennmission nicht wieder eingeführt, man hat unnütze Items eingebracht, wie zum Beispiel die Feuerblume und das Tanuki-Blatt. Für mich beides zwei schlechte Items, die man neu eingeführt hat. Zusätzlich zu der Wolke, die schon schlecht ist, die man aus dem Wii-Part übernommen hat. Also die Items sind noch nicht so wirklich toll. Die Strecken sind, ja, mehr oder weniger hübsch, aber an sich auch nicht so mega super zu fahren. Also ich mag nicht alle Strecken aus Mario Kart 7. Was kann man da noch zu sagen? Weil ich werde ja keine Spiele zu Mario Kart 7 machen, zumindest laut aktuellem Stand nicht. Deswegen werde ich jetzt hier mal so ganz kurz mein Statement dazu ablegen. Was noch? Was kann man noch zu... Die Fahrerauswahl ist mehr oder weniger total merkwürdig, also Metal Mario als Charakter hinzuzufügen, ist ja schon mal mega kacke. Und ja, auch die Bienenkönigin ist, na gut, man kann sie mögen, aber trotzdem ist für mich jetzt nicht das, was man sich jetzt als super Fahrer aussuchen würde. Vor allem, wenn man dann Waluigi dafür rausnimmt, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Also, ich finde, man hat mit Mario Kart 7 einiges falsch gemacht. An sich ist das Spiel natürlich nicht schlecht, aber es ist, ja... Ich finde es nicht so gut. Ich finde Mario Kart Wii und Mario Kart Double Dash und auch Mario Kart DS auf jeden Fall besser. Was ich jetzt noch zu diesem Spiel sagen werde, es gefällt mir, es ist solide, es ist für DS-Grafiken ganz gut. Retro-Strecken, kleine Kritik, dass dann vor allem die GameCube-Strecken ziemlich drunter gelitten haben und die SNES-Strecken zu kurz sind, aber das war halt, wie gesagt, das erste Mal, dass man Retro-Strecken eingeführt hat. Also auch eine Sache, die dieses Spiel zu der Serie hinzugefügt hat und sehr gut ist. An sich, ja, ein sehr, sehr würdiger Ableger der Reihe und meiner Meinung nach, ja, eines der besten Mario Karts mit Double Dash und Wii zusammen ist, ja, und mit Mario Kart 64 für seine Zeit und Super Mario Kart für seine Zeit natürlich auch, ist Mario Kart DS für seine Zeit eine Bereicherung gewesen, ein wunderschönes Spiel und damit, ja, sage ich mal, wenn ich es bewerten müsste, würde ich für damalige Zeiten tatsächlich Richtung 1 tendieren, also so 2+ bis 1-. Aus heutigem Standard natürlich ein bisschen veraltet und so weiter und so fort. Steuerung allerdings trotzdem noch recht, noch ziemlich flüssig, obwohl ich es natürlich mit Controller gespielt habe, aber trotzdem. Alles in allem, ja, solides Spiel. Aus heutigem Stand würde ich dem Ding eine 2 bis 2 Minus geben. Aus damaligem Stand, wie gesagt, eine 2+ bis 1-. So. Und dann, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns im nächsten Part wieder, vielleicht war das hier der letzte. Ihr seht es in der Videoüberschrift allein schon, wenn da Ende steht, dann war das hier der letzte. Wenn nicht, dann sehen wir morgen noch einen neuen Part. Also bis dann und auf Wiedersehen.